In Gottes Namen. Der Tag der Primiz hat am Elternhaus begonnen, so wie ja alles immer zu Hause seinen Anfang nimmt. Johannes Prestele ist hier groß geworden, zusammen mit seiner Schwester und seinem Bruder. Sein Primizgewand ist ein Geschenk seiner Eltern. Hier beginnt auch der Zug durch die Gemeinde Gutenberg, einem Ortsteil von Oberostendorf. Es ist der Auftakt zu einem segensreichen Tag, an dem einer im Mittelpunkt steht, der nicht müde wird zu betonen, dass dieser Tag ein Fest für alle ist, nicht nur für ihn. Die Fahnenträger der Vereine und Kameradschaften beugten die Fahnen und erhielten von Neupriester Johannes Prestele die Primizbänder angebunden. Danach folgte der Zug durch die Straßen von Gutenberg. Das Wetter spielte mit und so war es möglich, den Gottesdienst draußen auf der Wiese zu feiern. Auch hier war alles bestens vorbereitet und liebevoll geschmückt. Alle haben mitgemacht, um diesen Tag vorzubereiten, um diesen Tag auch optisch und organisatorisch zu einem Erlebnis zu machen, das alles unvergesslich sein wird. Die letzte Primiz haben wir vor fast genau 39 Jahren gehabt und natürlich auch für die Gemeinde Oberostendorf, zu der Gutenberg ist ein Ortsteil von Oberostendorf. Ja, Sie sehen ja selber, wie das angenommen wird, ist schon ganz was Besonderes. Die Predigt hielt Monsignore Winfried Unizatzug aus Berlin. In der Hauptstadt hatte Johannes Prestele eigentlich Politik studieren wollen, aber hier entwickelte sich auch seine Überzeugung, dass er Priester werden wolle. Wir hätten ihn gerne in Berlin behalten, aber ich denke mir, er ist so verbunden hier mit dem Allgäu und mit dem Land, mit den Eltern. Und es tut auch dem Allgäu gut, den Johannes hier zu haben. Der war zunächst mal bei den Ministranten und ist ein ganz lustiges Völkchen und hat sich da wohlgefühlt und aufgehoben gefühlt. Aber ich habe nicht gedacht, dass er sowas ausbrütet und dass er Priester wird. Ja, ich bin sehr überrascht natürlich, aber auch sehr erfreut. Johannes Prestele ist mit seiner Heimat, seinen Freunden und vor allem mit seiner Familie eng verbunden. Während des Gottesdienstes zeigten sich seine Eltern und Geschwister immer wieder tief bewegt. Zusammen haben sie den Weg von Johannes eng mitbegleitet. Ich bin noch ganz bewegt. Das war für uns ein ganz emotionaler Gottesdienst heute. Und wir haben uns seit Wochen und Monaten auf den Tag heute gefreut. Und ja, wir sind sehr froh darüber und freuen uns. Und ich persönlich freue mich ganz sehr mit meinem Bruder zusammen. Aufregend, war ein großes Ereignis. Man kann das eigentlich noch gar nicht so fassen, was da ja, heute eigentlich alles war oder die letzten Tage. Aber es ist schön. Na, also, man ist gerührt und die Tränen sind öfters geflossen heute. Der Weg zum Priester ist für Johannes Prestele jetzt erstmal zu Ende. Jetzt beginnt das Leben als Priester. Eine Besonderheit des Primizgottesdienstes ist die Spende des Segens. Denn der Primizsegen ist ein Geschenk des Papstes an die neuen Priester. An diesem Tag darf der Neupriester einen päpstlichen Segen spenden. Gegen Ende des Gottesdienstes bedankte sich Johannes Prestele in einer hochemotionalen Rede bei allen, die ihn auf seinem Weg bis zu diesem Tag begleitet hatten. Er betonte, wie beschenkt er sich in seinem Leben fühlt. Er dankte auch seinen Eltern, die ihn gelehrt haben, im Alltag als Christ zu leben. Ich merke halt jetzt schon, seit er Diakon ist, seit 2 Jahren ist er Diakon, dass es absolut sein ist und er kommt so zufrieden und froh heim. Ich habe mich so gefreut, dass er es so liebevoll persönlich gemacht hat und was die Mama sehr an ihm jetzt schätzt seit der Priesterweihe und auch an der Priesterweihe, dass er das Strahlen und die Freude in sich trägt und die Freude auch, ich glaube, die geht auch weiter und kommt bei den Menschen an, die Freude, wo er in sich hat. Der Primizgottesdienst endete mit der Bayernhymne. Gott mit dir, du Land der Bayern. Der Tag war damit aber noch lange nicht zu Ende, denn jetzt wurde zünftig weitergefeiert. Jetzt bin ich erleichtert, weil ich war vorher schon ein bisschen aufgeregt, aber es war dann, wenn es dann losgeht, dann war es wunderschön, auch die vielen Leute zu sehen. Und ist schon was Besonderes, wenn man zum ersten Mal die Heilige Messe feiern darf in der großen Öffentlichkeit und vor vielen bekannten Leuten und vor vielen bekannten Gesichtern. Aber ja, wie ich es eben der Rede auch schon gesagt habe, bin einfach unheimlich auch dankbar, dass ich Priester sein darf. Das ist jetzt die ersten Tage. Alles noch ein bisschen ungewohnt, aber es ist wunderschön. Und das ist, wie gesagt, das ist wunderschön, ein Instrument Gottes sein zu dürfen und die Eucharistie feiern zu dürfen. Und das vor so vielen Leuten, die man kennt, das ist einwandfrei. Wir schließen uns an. Einwandfrei.